Hallo und herzlich willkommen zurück in der Werkstatt. Bei diesem Fahrzeug steht die Hauptuntersuchung an. Zu der Hauptuntersuchung gehört nicht nur die allgemeine Durchsicht, sondern auch eine Abgasuntersuchung. Früher wurde die Abgasuntersuchung wie folgt gemacht. Es wurde ein Schlauch angeschlossen und die Abgaswerte wurden so ermittelt. Heutzutage muss man nur einen Tester anschließen und bekommt die Werte direkt aus dem Steuergerät. Kevin, Tester ist ein gutes Stichwort. Wir müssen hier erstmal eine Diagnose anschließen, also den Tester, um zu gucken, was da überhaupt los ist, weil da leuchtet die Abgaskontrollleuchte. Und dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir den Fehler Stickoxidsensor, dass die Kommunikation nicht in Ordnung ist. Wird auch NOx-Sensor genannt. Hier haben wir das gute Stück. Wenn die Kommunikation nicht in Ordnung ist, haben wir auch schon in anderen Videos drauf eingegangen, ist es meistens oder oftmals auch so, dass der Stecker nicht in Ordnung ist. Hier haben wir keine offensichtlichen Fehler. Hier ist die Dichtung in Ordnung, auch keine Oxidation drin, keine Feuchtigkeit. Hier haben wir die Stecker oder die Pins von dem NOx-Sensor selber, die sind auch in Ordnung. Hier ist das Steuergerät von NOx-Sensor, Steuereinheit, und hier geht das Kabel weg zum Auspuff. Da ist Kevin unten schon. Wie sieht das unten aus? Soll ich dir mal das Licht runterreichen? Gib mal Licht her. Jo. So. Hier haben wir einmal den Sensor, der direkt hier am Auspuff dran ist. Schauen wir einmal das Kabel nochmal an. Soweit ist hier jetzt keine Feuerstelle sichtbar. Ich würde den Sensor einfach mal rausschrauben, gucken, wie er aussieht. Lars, würdest du oben einmal das Kabel durchmessen zum Steuergerät? Ja, auf jeden Fall. Ich hole meinen Multimeter her und dann gucke ich mir das mal an. Jo, mach mal. Ja, sieht ganz gut aus, ne? Ganz wichtig ist es, dass ihr vorher, wie eben schon erwähnt, das Kabel einmal durchmesst. Dazu bitte den Schaltplan raussuchen, da sind wir auch in den vorherigen Videos schon mal drauf eingegangen. Wenn ihr elektrische Probleme habt, vorne am Steuergerät, dann den einen Pin ranschließen und den entsprechenden anderen Pin hier vorne am Kabel anschließen. Weil es kann immer sein, dass der Kabelbaum kaputt ist, dass irgendwo Scheuerstellen sind und dass die zu Kommunikationsproblemen führen. Der Sensor ist auch CAN-Bus gesteuert, das heißt, da sind auch zwei CAN-Leitungen dran. Die müssen natürlich auch mit durchgemessen werden. Das machen wir jetzt und gucken, ob der Fehler wirklich am Sensor liegt oder ob das Kabel vielleicht auch ursächlich für den Schaden ist. Die erste Leitung ist in Ordnung, das machen wir jetzt auch mit allen anderen Leitungen. Kleiner Tipp am Rande, in diesem Fahrzeug mussten wir uns einen Schaltplan raussuchen, aber bei neueren Fahrzeugen werdet ihr auch teilweise durch die Prüfung geführt. Das heißt, da werden auch schon Pins angegeben, somit einfach mal in der Diagnose gucken, ob das bei eurem Fahrzeug auch der Fall ist. So Lars, ich habe noch mal eben geguckt, die Software von den Steuergeräten ist auf den aktuellsten Stand, also das heißt vom NOx-Sensor dann ja auch. Ja, wichtig ist hier, dass die immer aktualisiert werden muss, weil sonst würden sporadische Fehler reinschmeißen in das System. Daher immer darauf achten, wenn vom Hersteller irgendwelche Informationen kommen, dass sie aktualisiert werden muss, bitte nicht vernachlässigen. Habe ich noch irgendwas vergessen dazu? Genau, ja, und teilweise kann es auch sein, dass die Sensoren ersetzt sind, wenn die Software erneuert wird, dass dann auch der Sensor erneuert werden muss, eine andere Artikelnummer verbaut werden muss. Auch da ist ganz wichtig, darauf zu achten. Dann haben wir eigentlich alles kontrolliert. Die Kabel zum Steuergerät sind in Ordnung. Unten war alles soweit in Ordnung. Dann kann es eigentlich nur noch der Sensor an sich sein. Den bauen wir mal eben aus und gucken mal, ja, wie der aussieht. Genau. Hier habe ich den alten Sensor. Ich habe mir den nochmal angeschaut, nichts festgestellt. Hier wird ein interner Defekt vorliegen. Von daher, zack. Schauen wir uns lieber den neuen an. Genau. Wie ist die Funktion eines solchen Sensors eigentlich? Die Funktion eines solchen Sensors ist, dass die Stickoxide im Abgasstrom gemessen werden und entsprechend analysiert und an das Steuergerät weitergegeben werden. Zudem ist die Funktion so, dass dadurch durch diesen Sensor die AdBlue-Einspritzung reguliert wird. AdBlue heißt Harnstoffeinspritzung. Die werden dem Abgas hinzugeführt, um die Euro 5-Norm zu erreichen. Es gibt die Version vor dem Katalysator. Vor dem Katalysator werden dann die Stickoxide gemessen. Aber es gibt auch Fahrzeuge, wo nach dem Katalysator auch noch ein NOx-Sensor verbaut ist.
Der ist dazu da, den Katalysator auf Funktion zu prüfen. Die sind natürlich im Zusammenspiel und dieser Sensor ist wirklich wichtig, um umweltschädliche Gase zu vermeiden. Von daher gibt es auch verschiedene Varianten, verschiedene Messköpfe, aber dazu kann Kevin jetzt mehr sagen. Genau. Hier vorne haben wir einmal den Messkopf. Hier vorne, sagen wir so, werden die Abgase gemessen. Dadurch werden sie hier schon mal mit elektrischen Signalen werden sie durch das Kabel in den Hauptsensor befördert. Da werden sie dann einmal ausgewertet und diese Werte werden dann weitergegeben an das Steuergerät, wie Lars schon erklärt hatte. Und dadurch wird dann ja, das ganze System überprüft, ob die Funktion gegeben ist oder beziehungsweise das AdBlue-System sich anpassen muss oder nicht. Dieser Messkopf gibt es noch in unterschiedlichen Bauformen. Das heißt, man hat hier einmal eine kleinere Ausführung, hier ist eine größere Ausführung. Es gibt auch nochmal den Unterschied bei den Steckern. Daher müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr den richtigen Sensor verbaut und nicht den falschen bestellt. Daher immer wieder darauf achten, dass diese fahrzeugspezifisch herausgesucht werden müssen mit der Fahrgestellnummer. Ich würde sagen, wir bauen den neuen ein. Ja, aber nimm nicht den falschen, den fast alle gleich aus. Ne? Ja. Hier haben wir jetzt noch mal ein paar Beispiele liegen, wo man gleich von außen erkennen kann, dass der Sensor einen Defekt hat. Es ist aber auch das größte Problem, dass die Software nicht auf dem aktuellsten Stand ist, also vom Fahrzeug, oder dass der Sensor nicht passend zum Fahrzeug rausgesucht wurde. Es gibt auch Herstellerinformationen, dass teilweise neue Versionen verwendet werden müssen bei bestimmten Softwareständen. Ganz wichtig, darauf zu achten. Jetzt gehen wir hier aber noch mal auf die Fehlerbilder ein. Hier haben wir einmal thermische Überlastung, einmal hier vorne am Kabel, das heißt, dass da sind die Kabel schon angeschmort, das heißt, dass er im Abgasstrom lag oder irgendwo nicht richtig verlegt war. Bitte hier genug Kabelbänder verwenden. Hier haben wir einmal den Sensorkopf, der auch hier bläulich verfärbt ist, das deutet auch auf thermische Überlastung hin. Da muss irgendwas mit der Verbrennung oder im Abgasstrom nicht funktioniert haben, sodass ziemlich hohe Temperaturen entstanden sind. Hier haben wir noch einmal AdBlue-Ablagerung, wie vorhin schon erwähnt, spielt das mit dem AdBlue zusammen. Und wenn das AdBlue natürlich zu doll eingesprüht wird durch eine kaputte Dosiereinheit oder eine kaputte Regelung, dann entstehen solche Fehlerbilder. Ja, hier an diesem Sensor sieht man noch kleine Ölreste. Da könnte es dran liegen, dass der Turbolader eventuell defekt ist und das Öl hier vorne ja, sich dann so gesammelt hat. Dann haben wir hier noch einen, wo der Sensor vorm oder nach dem Einbau können wir schlecht nachvollziehen, vorne kaputt gegangen ist, weil er irgendwo raufgefallen ist oder irgendwo gegengeschlagen wurde, weil sie was ausprobieren wollten, man weiß es nicht. Daher ist es nicht ganz so toll, wenn man das macht. Gleichzeitig sieht man aber noch hier innen drinne ist ein Pin umgeknickt. Da wurde der Stecker ja nicht richtig ja, zusammengesteckt. Daher bitte da auch oft drauf achten, beim Stecker zusammensetzen, wirklich, dass der Stecker auch richtig in die Kodierung passt und wirklich auch ordnungsgemäß zusammengeschoben wird. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Fehlerspeicher auslesen, dann wollen wir löschen und dann versuchen die Abgasuntersuchung nochmal nachzuholen. Genau. Probefahrt, also, dann haben wir es. Alles klar, dann lass uns das noch machen. Super. Wir haben den Fehlerspeicher ausgelesen und der Fehler ist gelöscht. Zum Thema Abgasnachbehandlung gehören noch weitere Komponenten, wie zum Beispiel das AdBlue-System. Hier vorne haben wir eine AdBlue-Förderpumpe mit dem passenden AdBlue-Filter. Sowie verschiedenste Dosiermodule. Genau, zusätzlich haben wir hier noch verschiedenste Abgastemperatursensoren im Programm. Das ist ja eine Variante davon. Dann haben wir noch Abgasrohre in verschiedenen Varianten für die verschiedenen Fahrzeugtypen. Hier haben wir noch einen Katalysator und ja, alle anderen Produkte und auch diese Produkte findet ihr natürlich auch bei uns im Partnerportal. Und wenn ihr technische Fragen habt oder andere Fragen, könnt ihr euch auch gerne an unseren Helpdesk wenden. Wir müssen jetzt noch eine Probefahrt durchführen, anschließend gucken, ob im Fehlerspeicher alles in Ordnung ist und dann noch die Abgasuntersuchung nachholen. Somit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Ciao.